Zuerst installieren wir ein Programm, mit dem wir Jupyter Notebook schreiben können. Und das, welches wir nehmen und das Einfachste, was es auch erst seit Anfang 2024 gibt, ist Jupyter Desktop. Wir geben hier jetzt ein Jupyter Desktop und kriegen hier als ersten Link oder zumindest den GitHub-Link hier diesen Jupyter Lab Desktop und klicken da drauf. Und wer GitHub nicht kennt und jetzt hier vielleicht schon ganz nervös ist, was es alles soll, alles kein Problem, alles ignorieren, das brauchen wir jetzt gerade alles nicht, sondern wir scrollen hier ganz nach unten und jetzt kommt hier der Installer. Also jetzt muss eben jeder nehmen, was er hat, also Windows, Mac oder eben Linux, hier draufklicken und dann sollte eigentlich durch das Menü durchgeführt werden, sodass ihr das installieren könnt und anschließend könnt ihr das ganz einfach mit einem Doppelklick laden. Hier sind auch noch ein paar Sachen dabei, brauchen wir aber nicht, sehen wir gleich alles selbst. Also das zuerst installieren und dann geht's los.